Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein Video zum Thema Aufsuchtipps für Astro-Einsteiger. Das heißt, ich möchte mal wieder ein paar Tipps geben zu Objekten, die Anfänger relativ leicht finden können und die auch relativ gut zu sehen sind. Aber bevor es richtig losgeht, abonniert doch meinen Kanal. Unten ist der Button, ihr wisst schon. Los geht's diesmal mit einem relativ unbekannten Objekt, und zwar der sogenannte Gleiterbügelhaufen oder Gleiterhaken. Katalognummer ist CR322, das ist der Koliander-Katalog. Ich habe jetzt hier mal wieder einen Sternenhimmel eingestellt, und zwar diesmal habe ich mal den 15. September eingestellt um 21 Uhr. Wir schauen hier Richtung Süden. Und wenn wir jetzt hier nach oben schauen im Süden, können wir das Sommerdreieck sehen mit Deneb im Schwan, Vega in der Leier und Altair im Adler. Der Gleiterbügelhaufen befindet sich hier im unteren Drittel und ist relativ einfach zu finden. Das ist ein Objekt, das ist super im Fernglas zu sehen. Da reicht auch schon so ein 8x40 Fernglas, also braucht man gar nicht so eine hohe Vergrößerung. Aber auch in größeren Ferngläsern oder im Teleskop ist das gut anzuschauen. Es ist ein offener Sternhaufen, und wenn ich den jetzt aufsuchen will, dann suche ich mir den Altair als hellen Stern und Vega. Und dann ungefähr auf einem Viertel oder auf dieser Linie zwischen Altair und Vega, auf ungefähr einem Viertel, einem Drittel ungefähr. Hier sehe ich nochmal den Schwan kommen. Da habe ich den Albireo, den ich schon mal in einem anderen Video als Doppelstern vorgestellt habe. Und zwar, ich habe diese Linie hier, ungefähr ein Drittel, ein Viertel hoch. Und wenn ich jetzt hier schaue vom Albireo, dann habe ich hier unten noch einen helleren Stern, ungefähr auch im gleichen Abstand, so grob in diesem Eck. Ich zoome jetzt hier mal rein. Und wenn ich das Objekt aufsuche, ich fange meistens beim Altair an und gehe dann in einer geraden Linie zur Vega hoch. Und irgendwann bei leichter Vergrößerung kann ich hier schon so ein kleines Objekt erkennen, das aussieht wie ein umgedrehter Gleiterbügel. Darum auch Gleiterbügelhaufen oder Gleiterhaken. Und ich zoome jetzt nochmal näher ran. Und dann kann man den jetzt auch schon super sehen. Das ist ein offener Sternhaufen, wie gesagt. Hier oben habe ich 6 Sterne in relativ gerader Reihe. Und unten dann nochmal 4 helle Sterne, die so wie so einen Haken ergeben. Das heißt, wie so ein umgedrehter Gleiterhaken. Also, hier habe ich einen Gleiterhaken. So kann man sich es ungefähr vorstellen, nur dass es hier halt ein bisschen gerader ist. Ein Objekt, wie gesagt, relativ leicht zu finden, auch im Fernglas. Einfach die Linie hochgehen, am besten starten beim Altair und dann Richtung Vega gerade hochgehen, und irgendwann, wenn ich mit dem Fernglas hochgehe, stoße ich schon auf dieses Objekt. Das nächste Objekt, das ich jetzt mit euch suchen will, befindet sich aktuell dann zum 15. September im Osten. Und zwar können wir hier im Osten auch schon das Sternbild Pegasus sehen. Das ist auffällig mit diesen 4 hellen Sternen, diesen Kasten, auch Herbstviereck genannt, der so wie so ein großes Vorfahrtsschild hier dasteht. Und hier direkt anschließend, wenn ich ein bisschen rauszoome, mit ein paar anderen hellen Sternen, habe ich hier dann das Sternbild Andromeda. Und im Sternbild Andromeda befindet sich der sogenannte Andromeda-Nebel oder auch Andromeda-Galaxie. Katalognummer ist M31 aus dem Messier-Katalog. Und das ist praktisch unsere Nachbargalaxie. Wenn ich jetzt hier mal ein bisschen reinzoome zum Suchen, ist es ganz einfach. Ich habe hier diesen Kasten. Und wenn ich vom Kasten rübergehe zum Sternbild Andromeda, habe ich hier ja die anderen hellen Sterne in einer Linie dann. Und dann, wenn ich von dem äußersten Stern vom Kasten hier zum nächsten hellen Stern gehe, das ist ungefähr so die gleiche Entfernung wie zwischen denen hier, den hier rüber. Und dann sehe ich direkt über dem einen nicht ganz so hellen Stern stehen.
und da dann nochmal ungefähr die gleiche Entfernung nochmal eins nach oben. So kann man das im Fernglas aufsuchen oder auch mit dem Sucher vom Teleskop. Und dann kommen wir in diesem Eck hier, kommen wir zu der Andromeda-Galaxie. Die ist, wenn man einen dunklen Himmel hat, schon mit bloßem Auge als nebliger Fleck zu sehen. Kann man dann im Fernglas auch sehen oder im Teleskop. Ich zoome jetzt hier mal ein bisschen rein. Wir haben jetzt hier natürlich wieder ein Bild, was farbig ist. So ist es nicht ganz zu sehen, sondern man sieht eher einen großen Nebel. Und hier sehen wir dann auch noch eine kleine Begleitgalaxie. Ist auch ein Objekt, das zum Beispiel, wenn jemand mal fotografieren probieren will mit Deep Sky Objekten, ist es auch ein schönes Anfängerobjekt, weil es relativ gut zu finden ist und doch auch was hermacht. Ja. Also wie gesagt, Andromeda-Galaxie im Fernglas oder im Teleskop sehr einfach zu finden. Für das nächste Objekt drehen wir uns nochmal ein kleines Stück weiter rüber und zwar Richtung Nordosten. Da haben wir dann hier auffällig das Sternbild Perseus, das dann hier Mitte September ganz zu sehen ist. Und oberhalb auch ein auffälliges Sternbild, das Sternbild Cassiopeia, wie so ein großes W. Und zwischen diesen beiden Sternbildern befinden sich zwei offene Sternhaufen, so Doppelsternhaufen, und zwar H und Chi Persei. Die sind auch im Fernglas gut zu sehen. Im Teleskop wunderbar. Man kann sie aber auch, wenn man einen dunklen Himmel hat, schon mit bloßem Auge als schwachen Nebel wiedererkennen. Und zwar, wenn ich die aufsuchen will, gibt es zwei Möglichkeiten. Was ich meistens mache, ich suche mir hier den Perseus und gehe von ihm dann einfach Richtung Cassiopeia. Mit dem Fernglas kann ich es dann da schon gut finden oder mit dem Sucherteleskop und sehe die dann schon im Sucher. Sind offene Sternhaufen. Ich zoome nachher noch mal rein, dass ich das ungefähr vorstellen kann. Eine andere Möglichkeit ist, wenn ich hier dieses W-Form nehme, diese W-Form aus der Cassiopeia, kann ich diesen mittleren Stern und diesen von linkeren unten W-Eck, diesen Stern ungefähr einmal, zweimal verlängern und dann etwas nach rechts rübergesetzt, habe ich hier diesen Doppelsternhaufen. Ich zoome jetzt nochmal rein. Und zwar, das ist auch ein Anblick so ähnlich, wie man sich den dann im Teleskop vorstellen kann. Das heißt, sehr, sehr viele Sterne, die brillant einfach glänzen. Ist wunderbar im Teleskop anzuschauen, aber auch ein schönes Objekt wieder fürs Fernglas. Und zum Schluss nochmal ein Tipp zu einem Objekt, das ganz leicht zu finden ist. Und zwar ist das die Milchstraße, also unsere eigene Galaxie. Und zwar, die kann man im Moment dann sehr gut sehen, wenn auch das Sommerdreieck da ist. Wir haben hier wieder Deneb, Vega, Altair. Hier haben wir den Schwan, also wieder Deneb, die drei Sterne, die hier darunter stehen, die dann hier runtergehen bis zum Albireo, dieses große Kreuz ergeben. Und genau in dieser Linie, man sieht es hier auch jetzt schon in der Software mit eingeblendet, ist die Milchstraße. Man sagt auch oft, der Schwan fliegt die Milchstraße entlang. Und da die Milchstraße das unsere Galaxie ist und wir uns da relativ außen befinden, schauen wir in die Milchstraße rein. Darum sehen wir die so als Streifen am Himmel. Und da ist ein Tipp, einfach mal mit dem Fernglas auf die Milchstraße halten. Egal wohin ihr schaut, ihr findet immer tolle Sachen zum Anschauen. Genauso mit dem Fernrohr. Einfach mal so ein bisschen, ich nenne es mal spazieren gehen in der Milchstraße. Schaut euch einfach mal um, wenn ihr was entdeckt, lasst euch Zeit, schaut es euch in Ruhe an. Ist also immer lohnenswerte Sachen, die man da vielleicht sehen kann, offene Sternhaufen und ähnliches. So, das war's mal wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, das sollen Objekte sein, die relativ einfach aufzusuchen sind, aber auch gut zu erkennen sind. Und ich wünsche euch viel Spaß, das mal auszuprobieren. Ihr könnt ja unten gerne mal kommentieren, was davon ihr schon gesehen habt oder was ihr euch mal anschauen wollt. Und vielleicht habt ihr auch noch den einen oder anderen Tipp, den es hier in der gleichen Gegend, die ich vorgestellt habe, zu sehen gibt, dass man einfach finden kann. Hier seht ihr auf der Seite jetzt dann gleich noch ein paar Videos eingeblendet. Vielleicht ist noch was Interessantes für euch dabei. Ansonsten, wie gesagt, über einen Daumen hoch, Kommentare oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und sonst bis zum nächsten Mal. Tschüss!